Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Wir machen weiter in der Karriere. In der letzten Folge haben wir Mayas Steinbruch, ich glaube es war Brasilien, beendet. Und heute geht's weiter mit Mayas Sonnenfreuden-Zoo. Na, da bin ich mal gespannt. Mayas Sonnenfreuden-Zoo. Der Name von Mayas Sonnenfreuden-Zoo macht großes Versprechen, hält aber so gut wie keine davon. Das Baumaterial ist super billig, das Arbeitsrecht schwammig und die Steuern sind verdächtig hoch. Wenn du dieses Schiff noch vor der Kollision mit einem Eisberg herumreißen möchtest, musst du dich jeder Menge Herausforderungen stellen. Ja, das klingt ja nach Spaß. Oh, meine Güte. Da bin ich ja mal gespannt. Schnee. Hallo. Tut mir leid, dass wir uns erst jetzt kennenlernen, aber ich bin Emma Goodwin, Bernies Tochter. Nancy hat mir deine Infos gegeben. Hoffe, das ist okay. Ich melde mich bei dir wegen dem, was Dominic Myers der Zoologie antut, beziehungsweise wie er sie auf dem Markt verscherbelt. Dieser Mann hätte das Unternehmen meiner Familie nie kaufen dürfen. Seine Gier verdirbt alles, das er berührt. Aber ich möchte, dass du weiter bei ihm bleibst. Vorerst. Ich habe einen Plan. Noch kann ich dir nichts Näheres verraten, aber ich hoffe, dass du, wenn es soweit ist, für mich statt für ihn arbeitest. Unter uns, vielleicht können wir den von Herrn Myers angerichteten Schaden wieder gut machen. Bis dahin, Kopf hoch! Wie findest du diesen Zoo? Er hat doch Potenzial. Also jetzt sieht er nicht nach viel aus, aber Potenzial hat er. Aber die gute Nachricht, ich habe einen Handel mit einem örtlichen Baulieferanten abgeschlossen. Du kannst hier so viel Porenbeton verwenden, wie du willst. Sonst aber eigentlich nichts. Und es gibt ein kleines rechtliches Problem mit den Mitarbeitern. Du darfst niemanden feuern oder einstellen. Außer Verkäufer natürlich. Sorge also dafür, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Sonst könntest du ein echtes Problem bekommen. Obwohl die örtlichen Steuern ein noch viel größeres Problem darstellen. Um es kurz zu fassen, ich muss aus den Konten der Zoos jährlich eine verdächtig hohe Summe abheben, um sie zu bezahlen. Aber du machst dich jetzt lieber an die Arbeit. Ich möchte hier die verschiedensten Tiere sehen. Giraffen, Geparden, Orang-Utans und so weiter. Du weißt schon, Tiere mit dickem Fell, um Heizkosten zu sparen. Obwohl du der Reporterin, die kommen wird, bestimmt trotzdem einen warmen Empfang bereiten willst. Es heißt zwar, es gäbe keine schlechte Werbung, aber glaub mir, wenn das stimmen würde, müsste ich nicht all diese Zoos bauen. Okay, klingt interessant. Also ich find's cool, dass Emma Goodwin endlich da ist. Die Aufgabe allerdings klingt lustig. Oh Gott, ich hab 22. Gott, ich werd... gut, Pause. Pause. Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Was haben wir hier? Kein erreichbarer Mitarbeiterraum. Okay. Okay, es gibt keinen Mitarbeiterraum einfach mal, sage ich mal. Bei den Tieren, als Belohnung erhaltenes Tier. Oh, Geparden und ein Borneo-Uran-Utan. Das war ziemlich gute. Werden wir uns aber erstmal darum kümmern. Damit ich gucke, was hier abgeht. Okay, das ist mein Personal. Mehr bekomme ich nicht. Ich habe nur einen Sicherheitsdienst, jawohl. Die finden ihr Gehalt alle schrecklich. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Ja, ich ändere erstmal das Gehalt hier, das ist ja dumm. Okay, ich habe jetzt das ganze Gehalt von allen Leuten angepasst. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler gewesen. Und mir geht das Geld sofort aus. Also, jetzt holen wir uns ein Darlehen. Und ich habe Mitarbeiterräume platziert, damit die Leute hier nicht unbedingt super unzufrieden sind. Was ich allerdings auch gar nicht getan habe, ich habe mir die Aufgaben nicht angeguckt, das sollte ich mal machen. Erreiche ein Personalgesamtzufriedenheit von mindestens 75%, das kriegen wir hin jetzt mit den neuen Löhnen und den Mitarbeiterräumen. Erwirtschafte jährlich $1.500. Das ist echt nicht viel. Mal sehen, ob wir... Da ist bestimmt ein Kniff hinter. Nimm das gerettete Exemplar der Tierart auf und platziere es. Die zwei Tiere, die wir im Inventar haben. Okay. Ist gar nicht mal so viel. Müssten wir schaffen? Gucken wir mal. So, ich habe jetzt mal den Zoo etwas angeguckt, denn es ist alles etwas verquer. Wir haben keinen Eingang. Wir nehmen also auch, glaube ich, keine Ticketpreise. Wir haben nur hier etwas, das sich Gästespawner nennt. Also irgendwas Internes. Ich weiß nicht, ob wir dadurch jetzt gar keine Ticketpreise nehmen. Wäre natürlich seltsam. Aber das muss ich jetzt natürlich mal überprüfen. Ja doch, Tickets werden verkauft. Aber mit denen kann ich ganz normal arbeiten. Okay.
Das heißt, wir brauchen jetzt, die Mitarbeiter kümmern sich um sich selbst. Wir brauchen vielleicht noch ein paar mehr Verkäufer, weil ja einige Läden einfach nur leer stehen. Ich darf keine Verkäufer so einstellen. Obwohl er es gesagt hat. Eigentlich seltsam. Eigentlich sind eh sau viele untätig. Die kommen bestimmt gleich, wenn es ihnen etwas besser geht. Also lassen wir die Zeit mal laufen. Und wir haben zwei Gehege. Das hier und das hier. Die frei sind. Ich glaube, das hier sogar auch. Davon können wir also auf jeden Fall welche benutzen, um den Geparden und den Borneo-Orang-Utan zu platzieren. Gucken wir doch einfach mal, wo sie hingehören könnten. Der Gepard, gleich am Eingang hier, könnte eigentlich ganz cool sein. Ich frage mich allerdings, ob das hier erklimmbar ist. Ja, der Zaun ist erklimmbar, den muss ich ändern, damit auf keinen Fall irgendwie ein Tier rauskommt. Das machen wir jetzt gleich am Anfang mal, bevor ich da irgendwas anderes mache. So, einmal hier rum. Oh Gott, nicht kleiner machen. Auf keinen Fall kleiner, 3 Meter. Und dann... Sieht zwar nicht immer schön aus, aber die kommen da wenigstens nicht raus. Also, das ist schon mal ein großer Vorteil an diesen Ziegelmauern. Gut, dann würde ich sagen, das hier ist das Gepardengehege. Da können eh nicht so viele rein und dann brauchen die auch nicht ganz so viel Platz. Man kann leider kein Rudel von Geparden besitzen. Wäre aber cool. So, hallo Herr Gepard. Das hier wird dein neues Gehege. Und der Borneo-Orang-Utan kommt hier in das Große. Denn ich glaube, wenn der mal ein paar Freunde hat, braucht er auf jeden Fall sehr viel Platz. Muss natürlich noch was an der Temperatur ändern und so. Und vielleicht am Gelände. Ich weiß nicht, ob das hier erklimmbar ist. Nein, das ist glatter Beton. Das ist nicht erklimmbar. Gut, warten wir doch mal eben auf unsere Tiere. Hey, und da kommen unsere ersten Tiere. Hallo. Mann mit den pinken Haaren? Nee, ist eine Frau mit pinken Haaren. Witzig. So, da kommt unser Gepard. Und plötzlich ist hier kein Schnee mehr. Mysteriös. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ah, doch, du bist eine Frau. Und das ist ein Gepard. Hey! So, allererstes. Gucken, ob das Tier irgendwie ausbrechen kann. Nein, kannst du nicht. Das ist schon mal schön. Dann gucken wir mal, dass es dir besser geht. Wie gefällt dir das Gelände? Du hättest gern mehr kurzes Gras. Oh, das war's auch schon. Ha. Pflanzen brauchst du gerade nicht. Ernährung könnte besser sein. Ja, und dann brauchst du noch Spielzeug. Was ich wahrscheinlich gerade noch nicht habe. Aber darum würde ich mich auch noch kümmern. Und vielleicht einen Schlafplatz und das Essen hier. Bevor ich es wieder vergesse. Okay, und beim Orang-Utan, was stimmt da wohl nicht? Ein bisschen mehr als beim Geparden. So, das Gelände. Du hättest gern weniger kurzes Gras, dafür mehr Erde. So, das stimmt schon mal. Du brauchst aber auch was zum Klettern. Darum kümmern wir uns gleich. Platz. Achso, Platz wird besser, wenn ich was zum Klettern habe. Gehege. Fehlen dir die Pflanzen und ein stabiler Rückzugsort. Das machen wir doch mal. Das sieht doch schon mal viel schöner aus. Pflanzen sind in Ordnung. Jetzt fehlt nur noch das Sozialverhalten. Dann braucht er noch ein bisschen mehr Kletterplatz, sehe ich gerade. Und ein bisschen Spielzeug, wenn es geht. Der Kletterplatz braucht er unglaublich viel. Da muss ich jetzt ein bisschen basteln. Thank you.
Okay, liebe Leute, seid ihr bereit, es zu sehen? Es hat lange gedauert, es zu basteln, denn dieser Orang-Utan braucht 140 Quadratmeter zum Klettern. Und wie das aussieht, es sieht so aus. Ich habe sehr viel gebastelt, dass das alles klappt. Und das ist jetzt ein Kletterparadies hier. Ich hoffe allerdings, dass er nirgendwo rausklettern kann. Das werden wir gleich mal überprüfen. Es hat mich wahrscheinlich auch einiges an Geld gekostet. So. Das Grüne hier ist alles bekletterbar. Ich sehe kein rotes Zeichen. Alles ist schön. Boah. Na, für dich habe ich mich jetzt aber reingehangen. Aber, wenn du glücklich bist, bin ich das auch. Schön. Der Stamm hier fliegt gerade ein bisschen. Aber huiuiuiui. Denn das ist ein Aufbau gewesen. Sieht aber echt cool aus, muss ich sagen. Schön geworden. So. Die zwei Tiere sind da. Wir brauchen noch 1500 jährlich. Wahrscheinlich machen wir gerade Minus, darum steigt hier nichts. Und unsere Mitarbeiterzufriedenheit ist auch noch nicht so gut. Wir spielen aber auch noch nicht so viele Tage. Also würde ich eher warten, dass das irgendwie, naja, automatisch kommt. Okay, unser Gewinn in diesem Jahr sieht nicht so toll aus. Minus 4000, wir haben aber auch 9000 schon ausgegeben. Heißt, wir haben eigentlich 5000 plus gemacht. Theoretisch. Wir müssen aber gucken, dass wir irgendwie mehr Geld mit Galpis machen, also mit Verkaufsläden. Aus irgendeinem Grund sind so viele hier geschlossen, ich könnte eher welche schließen. Und ich frage mich, wenn ich einen neuen platziere, habe ich dann wieder neue? Ihr seid immer noch so energielos. Keine Bezahlung, keine Arbeit. Ihr werdet doch bezahlt. Geht einfach Pause machen, unterwegs im Mitarbeiterraum. Okay, macht ruhig. Macht. Oh Gott, City, langsam. Und ich habe Aktivisten. Hey! Weil mein Gepard. Denen geht's nicht so gut. Wie geht's dir denn? Was ist los? Bist du gestresst? Die Temperatur stimmt überhaupt nicht. Okay. Das sollte ich machen. Ist dir zu kalt? Ja, dir ist zu kalt. Okay, gucken wir mal, dass dir wärmer wird. Heizkörper. Hier eins hin. Hier eins hin. Dann ist auch alles abgedeckt. Und ihr macht jetzt einfach auf 30 Grad schon mal. Das finde ich gut. Dann gucken wir mal. Warum kacken alle Tiere, wenn ich bei ihnen bin? Dann gucken wir mal, dass es dir gleich besser geht. Aber unser Gewinn dieses Jahr sieht schon ganz gut aus. Wir sind knapp überm Ziel. Hoffentlich hält das sich einfach. Oh Gott, nicht. Oh Gott, es fällt. Es fällt. Aber wir werden uns überraschen lassen. Ich hoffe einfach mal, dass das noch passt. Ich könnte natürlich auch die Tickets kurz ein bisschen höher machen. 20. Und hoffen, dass das irgendwie passt. Irgendwie. Naja, wir haben ja auch einige Tiere. Ich denke, 20 Dollar ist okay. Ich hoffe, dir geht's gut hier. Na du? Du brauchst nur ein bisschen Spielzeug und einen Kameraden am besten. Aber hier sind doch nicht so wirklich Leute zum Gucken. Doch hier hinten. Ja, die ärgern sich eher. Der Preis für die Tickets im Zoo ist fair. Na gut, wenigstens das. Aber die sind alle mega unglücklich. Hier ist nicht mal ein Tier drin, denke ich. Ist hier ein Tier drin? Ach, hier sind Schildkröten drin. Das ist aber kein. Das sind überhaupt keine schönen Gehege. Gott, hier könnte man so viele Stunden reinsetzen. Einfach um alles schöner zu machen. Warum ist mein Gesamtgewinn so tief gegangen? Hey, wir haben 75% Zufriedenheit. Wir gucken jetzt mal, was die Leute so stört. Was? Jemand hat mein Geld gestohlen. Unglaublich. Ist total voll. Die haben Durst. Was ist hier passiert? Sieht aus, als wäre es am Verdursten, der Grizzly Bear. Oh Gott, was ist los mit diesem Zoo los? Hier ist das Vivarium wenigstens okay. Also alles ist irgendwie nicht ganz optimal. Und ich muss es optimal machen. Ist das das Bärengehege? Ich glaube, das ist das Bärengehege und es ist traurig. Es ist wirklich sehr traurig. Wo ist der Bär überhaupt? Ich sehe ihn nicht. Oh Gott, wo wirst du überhaupt gefüttert? Ach, hier. Er ist bei hier vors Fenster. Aber ich sehe keinen Bären. Da ist der Bär. Hey. Du hättest gern Pflanzen. Das können wir machen. So, das sieht schon mal viel besser aus. Und der Bär ist glücklich. Glücklich her.
gucken wir mal, was hier ist. Kein Fall erreicht mal das Forschungszentrum, das ist okay. Tier ist hungrig. Tierpfleger rufen. Das darf natürlich nicht passieren. Und hier? Viele ungeklärte Fälle von Taschendiebstahl. Veterinärforschung abgeschlossen. Für den Grizzlybären selbst. Hey, da waren wir ja gerade. Also können wir da vielleicht noch ein bisschen was... Ah, hier ein Drehfutterspender platzieren. Schon mal wenigstens etwas für dich. Dann ist er vielleicht auch glücklicher. So, Tiere sind hungrig. Tierpfleger rufen. Und was ich da machen werde, ist mit meinem letzten Geld, denn das Geld geht extrem schnell weg, ein paar Sicherheitskameras aufstellen, wenn ich sie noch so schnell finde. Nee, tue ich nicht. Da. Sicherheitskameras. 150. Aber vielleicht trägt es ein bisschen zur Sicherheit bei. Das wäre natürlich schön. Auch wenn ich sie jetzt so willkürlich hier platziere. Die Leute dürfen sich ruhig etwas beobachtet fühlen. Aber warum mache ich so wenig Geld? Marketing, Darlehen, 5000. So. Von meinen 5000 sind schon 1500 weg. Geil. Also irgendwas klaut mir hier unglaublich schnell das Geld weg. So. Noch mehr Sicherheitskameras. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Oh Gott. Es wird immer schlimmer, Leute. Also die Reporterin ist gerade da und ich erhoffe mir einfach gute Publicity. Aber meine Kosten gehen so durch die Decke. Ich habe wahrscheinlich irre hohe Rückerstattung. Okay, es geht für dieses Jahr, aber wir haben gerade ja mal im März und schon 2000 Rad verloren. Lohnkosten viel zu hoch. Und ich mache zu wenig Einnahmen. Also irgendwie, Ticketverkäufe, da wird so viel rückerstattet. Ladeneinnahmen, Spenden sind super klein. Ich glaube, ich hätte mich eher zuerst um die Tiere kümmern müssen. Was ich auch getan habe, aber ich sehe hier und da, ich habe jetzt beim Tiger gesehen, der trinkt die ganze Zeit schmutziges Wasser, den jetzt auch nicht so toll, obwohl er ein schönes Gehege hat. Er hat auch zu wenig Platz, das Zebra hatte auch zu wenig Platz, den geht's aber ganz okay. Die haben aber alle kein Spielzeug, alles ist blöd für die. Und das macht sich auch bei den Besuchen bemerkbar. Das mit den Taschendiebstählen ist natürlich auch so eine Sache. Wasseraufbereitung ist zugänglich. Ich weiß, ich kann keinen Weg bauen. Ich habe zu wenig Geld. Viele ungeklärte Taschendiebfälle. Die Kameras machen was, auf jeden Fall. Davon hätte ich aber gleich am Anfang mehr platzieren müssen. Dann wären die Leute auch nicht so unzufrieden gewesen. Die Reporterin überprüft gerade gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ah, okay, 4 Sterne für keine. Achso, das ist hier der Orang-Utan, so heißt das Gehege. Der Grizzly Bear hat 4 Sterne bekommen, also es wird. Aber ich denke, ein Minus von 6000 kann ich nicht mehr gut machen. Gucken wir einfach nochmal an, was passieren wird. Schade, ich habe mir so... da muss ich das Ganze nochmal bauen, wenn ich das hier nochmal starte. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal starten. Der Anfang war nicht optimal. Und ich denke auch, daraus kommt, da komme ich nicht mehr raus. Minus 7000. Die Leute müssten viel zufriedener sein und auch mal was spenden, aber tun sie nicht. Überhaupt nicht. Ist irgendwie ein bisschen blöde. Okay, liebe Leute, das war's für den ersten Versuch hier. Das ist ein echt schwerer Zoo, muss ich sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir nicht wirklich viel erreicht haben. Vielleicht ist sie auch sogar ein bisschen kürzer dieses Mal. Ich hoffe aber, ihr habt Spaß. Ich will euch ja auch immer nur, ich will euch ja auch zeigen, wie die Karriere ist, was man da erleben kann. Falls ihr das Spiel nicht selbst hat oder nicht spielen wollt, die Karriere, dafür ist das ja ganz, dafür ist das Ganze da. Und daher kann es auch passieren, dass eine Folge mal so ist, schön spannend, und eine Folge so wie die hier und total in die Hose läuft. Und ich frage mich echt, wie viel Minus ich machen darf. Keine Ahnung. Ich bin halt einfach dazu gezwungen, das Spiel zu beenden, weil ich nichts mehr machen kann. Und ja, lasst ein Like oder einen Kommentar da, wenn es euch irgendwie doch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.